Welcome back to another German food review. And it's McDonald's time. Mac Café. And look at this printing here. That looks really high quality. I like it. And look at this box. Looks also high quality. And I like it a lot. Yeah, nice presentation, isn't it? Very good. And yeah, the store, it's a store inside a McDonald's restaurant. And it looks really nice. And the products look even better. Yeah. It's really yummy, and it's a good experience to buy something from that store. It's better than their fast food stuff. Okay, let's check out the price and what it is. Okay, it's a cheesecake, Käsekuchen, for 2.20 euro. Yeah. Okay, yeah, let's see. Is there something inside? Looking box. Let's open it. Yeah. With a fork. And here's the cheesecake. Look at this cheesecake. I mean, cheesecake. It looks really nice somehow. And there's more nice stuff, like a brownie. Everything looks nice. Yeah. I want no more of that. Okay. Well, yeah, it's very high in calorie. Let's check that. Here it is. Cheesecake, Käsekuchen. And yeah, nearly 500 calories for this tiny piece. Okay. And sugar. Just 26% of sugar, but fat, yeah. Okay. What is this here? Yeah, a tiny plate would be good, would be better, but should I use this as a thumbnail? No, that looks dumb, I'm sorry. Let's do it quick. Okay. Okay, that will be the thumbnail. Zoom out. And yeah, I would say let's start to eat. Oh, I need to. Yeah, that will work. Let's investigate. Look how smooth it is. Strong enough. Oh, look at it. Let me sniff it. Yeah, smells like cheesecake. And I think cheesecake is just cheesecake. Yeah, let's try it. Here we go. Oh. Oh, yeah. Very nice stuff. Tastes like cheesecake, and I don't think I can describe the cheesecake taste. But it's sweet, creamy, and yummy. Oh. Oh. More. Yeah, that is worth the 500 calories. Super creamy, nothing is dry. Yeah, it's not super sweet, it is sweet, but not super sweet. And tastes like cheesecake. More than 100%. I mean, it's just a cheesecake.
Ja, excellent stuff. I would buy this again for sure. Doesn't taste like McDonald's. Nothing fishy here. And the price, I don't know. Is it okay or not? Yeah. But it's tasty. Yeah. Definitely a thumbs up. A little bit more than 100%. This is really good stuff here. One more. One more. Okay, look at this. Nice cheesecake. Oh, it's so super creamy. Okay, thanks for watching. I continue in German. So, Gänsehaut gab's ganz kurz, habe ich aber nicht gezeigt. Es gibt einen Kuchen von McDonald's oder besser gesagt vom McCafé. Und das gefällt mir richtig gut, McCafé. Besser als ja, der McDonald's Fastfood-Laden sozusagen. Da ist es wie in so einer Abfertigungshalle. Hier fühlt man sich richtig wohl. Irgendwie, alles sieht gut aus, die Präsentation ist super und die Produkte sind auch besser oder gut, besser als die Standard-McDonald's-Produkte. Fangen wir erstmal an. Diese Box hier gefällt mir sehr gut. Schöne große Box mit einem Stück Kuchen drin. Dann gibt es noch eine Gabel dazu. Ein paar Servietten legen wir auch mit rein. Und ja, das hier sieht auch super aus. Guckt euch mal hier dieses Aufgedruckte an. Das sieht noch guter Qualität ausgedruckt. Ja, und wenn man die Produkte so anguckt, so wie das da eingerichtet ist, sieht alles super aus. Ja, die Produkte sehen richtig gut aus. War schwierig, sich zu entscheiden, aber ich habe mich für einen Käsekuchen entschieden. Käsekuchen, aber der Brownie, der sah auch super aus, aber ja, aber ich habe Käsekuchen genommen. 500 Kalorien ungefähr, ein bisschen weniger. 26% Zucker und Fett, ja. So schmeckt es auch. Quark, Sauerrahm. Ja, das Einzige, was sie noch verbessern könnten, wäre, wenn man hier ein kleines Art Teller reinlegt, muss kein Teller sein, es reicht einfach nur eine stabile Pappunterlage oder so. Den könnte man nämlich gleich rausziehen und von dort raus essen. Alles klar. Aber es liegt auf so einer komischen Folie hier. Ja. Und dann gucken wir uns das ganze Ding mal an und es sieht schon super aus. Guck mal, wie schön weich der aussieht. Ja. Und ich glaube mal, ich weiß nicht genau, wie man Käsekuchengeschmack beschreiben soll. Ich glaube, das schmeckt einfach nur nach Käsekuchen, oder? Ja. Ah, hier. Ja, sehr cremig. Das hier unten ist ein bisschen fester, aber nicht trocken oder so. Und es schmeckt halt nach Käsekuchen. Schon lecker. Nicht übersüß oder so. Ja, das unten schmeckt auch, Mürbeteig. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal kaufen, wenn ich Hunger auf den Kuchen hätte, in McDonald's in der Nähe wäre. Ja, das kann man nehmen. Oder man sucht eine Bäckerei auf, aber das ist hier eine Alternative auf jeden Fall. Und der Schokokuchen, ich weiß nicht, ob man den in der Bäckerei kaufen kann. Ein Käsekuchen bestimmt. Sollen wir das ganze Stück hier verspeisen? Ja, guckt euch das an hier. Ja, hervorragend. Das gefällt mir richtig gut. Bekommt etwas über 100%, würde ich auf jeden Fall noch mal kaufen. Okay. Den Preis weiß ich nicht genau. Ist das zu teuer, ist das zu günstig? Was sagt ihr dazu? Für ein Stück Käsekuchen. Aber ja, so sollte McDonald's auch beim Fastfood sein. Ja, nicht nur so komisch, sondern so wie hier. Alles klar. Über 100%, sehr leckeres Zeug. Wenn ihr Hunger auf einen Käsekuchen habt und McDonald's in der Nähe ist, könnt ihr ihn ohne Bedenken nehmen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.